Wenn ihr hier mal mit den Menschen redet, dann werdet ihr oft hören, dass die Familie das höchste der immateriellen Werte ist. Familie kann auch, die können selbst bei Allmanns nachts anrufen. Bei uns ist es nach 18 Uhr ruft man keinen mehr an. Also ich kannte das gar nicht. Ich habe das erst kennengelernt, als ich Muslim geworden bin, dass man nach 18 Uhr noch anruft. Familie ist nicht das Höchste, was existiert. Das ist für den Muslim tatsächlich nicht so. Es gibt noch eine Sache, die darüber hinausgeht. Und der Vers hier kann mehrere interessante Bedeutungen haben. Innahu kana fi ahlihi masrura. Er war froh inmitten seiner Angehörigen. Eine Bedeutung davon ist, wenn ihr hier mal mit den Menschen redet, dann werdet ihr oft hören, dass die Familie das Höchste der immateriellen Werte ist. Das Höchste an immateriellen Werten. Also die Menschen, sie leben schon ihr Leben und sie wollen ihr Leben genießen, aber das Höchste ist nicht einfach Spaß haben und Party am Wochenende, sondern von Werten hier, die sie hochhalten, ist so ziemlich das Höchste, was sie haben, die Familie. Also noch darüber hinaus gibt es kaum etwas. Die eigene Familie, das steht am Ende über allem. Das sind die Personen, für die man alles tut. Eltern für ihre Kinder. Eventuell auch umgekehrt, das wäre schön, wenn das so ist, wenn man alles für seine Eltern tut. Der Mann für die Ehefrau oder umgekehrt die Ehefrau für den Mann. Es sind auch die Verluste, die unerträglich sind innerhalb der Familie. So wenn du einen nahen Angehörigen, Eltern, Kinder, das ist unglaublich schwer. Also daran erkennt man schon, dass die Familie so den höchsten Status hat, also über allem in der Welt. Den Verlust von allen anderen Dingen kann man ertragen, aber von der Familie wird es schwer. Meine Mutter hatte mir mal früher gesagt, wenn ich eine schlimme Krankheit hätte und es gäbe keine andere Möglichkeit, als das Haus zu verkaufen und damit eine Behandlung zu bezahlen, würde sie keine Sekunde zögern. Das ist normal, ist das Haus halt weg, aber also Haus und Kind kann man so nicht gegenüberstellen. Als Kind habe ich das gar nicht verstanden, aber wenn man älter wird, merkt man das ja. Das ist das Höchste, was es hier gibt. Familie kann auch, die können selbst bei Allmanns nachts anrufen. Bei uns ist es nach 18 Uhr ruft man keinen mehr an. Also ich kannte das gar nicht. Ich habe das erst kennengelernt, als ich Muslim geworden bin, dass man nach 18 Uhr noch anruft. Aber bei uns zu Hause nie. Also wer ruft nach 18 Uhr an? Ich meine wirklich 18 Uhr, ne? Also ich übertreibe das nicht. Nach 18 Uhr kaum. Es sei denn die enge Familie, meine Schwestern, Eltern und so weiter, da ging so 20, 21 Uhr, die ruft man auch dann noch an. Und 21 Uhr ist schon spät. Das ist schon Ausnahme. Da kann ich meinen Vater mal anrufen, meine Schwester. Das geht mal. Das kommt mal vor. 12 Uhr ruft nie einer an. Es sei denn, es ist wirklich jemand ins Krankenhaus gekommen. Also wenn um 12 Uhr das Telefon geht, dann weißt du, das ist entweder deine Schwester oder dein Vater und irgendwas ganz Schlimmes ist passiert. Also ich bin lang genug Muslim, um was anderes auch schon jetzt gelernt zu haben. Und ich habe mich dran gewöhnt. Aber es hat seine Zeit gedauert. Aber es ist halt deswegen, was Familie ist, hat natürlich einen Ausnahmestellenwert. Das ist ganz normal. Also das ist bei allen Menschen auch so. Aber hier gibt es kaum noch etwas darüber hinaus. Die Familie ist das Höchste überhaupt. Also mehr geht eigentlich nicht. Und wenn man sich jetzt mal in die Lage der ersten Muslime versetzt, die diese Verse gehört haben, bei denen war auch Familie. Oder bei denen hatte die Familie auch diesen hohen Stellenwert. Aber sie sind tatsächlich im Zuge dieser Botschaft, die sie angenommen haben, mit der Familie aneinander geraten. Familie ist wichtig und hat ihre Stelle ohne jeden Zweifel. Und wir kennen auch die Ahadith über Vater und Mutter, das Pflegen der Verwandtschaft und so weiter. Egal ob Muslim oder nicht, das spielt alles keine Rolle. Aber es gibt für den Muslim noch eine Sache darüber. Familie ist nicht das Höchste, was existiert. Das ist für den Muslim tatsächlich nicht so. Es gibt noch eine Sache, die darüber hinausgeht, und das ist der Schöpfer der Familie. Der Schöpfer von einem selber, von den Kindern, von den Eltern und von allen Menschen, die jemals existiert haben. Das steht noch darüber. Und was hier von Leuten beschrieben wird, die waren innerhalb ihrer Familie, waren die gut zufrieden, das hat denen gereicht. Es war denen genug. Sie waren Masrura. Surur, diese tiefe innere Freude, hat denen da gereicht. Und auf der Gegenseite gibt es Menschen, die freuen sich auch über ihre Familie und die fühlen sich da auch wohl. Das ist normal und sollte auch so sein. Aber es reicht ihnen nicht. Für diese tiefe innere Freude ist das nicht genug. Es gibt noch etwas darüber hinaus. Das ist der Unterschied. Das ist die eine Bedeutung. Die zweite Bedeutung hängt mit Ahli zusammen.
Ahli ist nicht unbedingt nur deine Familie im Sinne von deinen engen Verwandten. Ahli im Arabischen sind auch deine Leute. Im sehr weiten Sinne. Deine Gang, könnte man auch sagen. Leute, die zusammengehören, in welchem Sinne auch immer. Das könnte man auch als Ahli bezeichnen im Arabischen. Und dann bedeutet das, er war unter seinen Leuten halt. Fühlte er sich wohl. Er selber ist jemand, der sein Buch hinter seinem Rücken bekommt. Und er hat sich wohl gefühlt unter den Leuten, die genauso waren. Es waren auch Leute, die an diesem Tag ihr Buch hinter dem Rücken bekommen. Und nicht einfach nur, er hat sich bei denen wohl gefühlt. Wenn man den Vers genauer übersetzen würde, dann wäre das, er hat sich nur bei denen wohl gefühlt. Nicht innahu kana masruran fi ahli. Das wäre, er hat sich bei denen wohlgefühlt. Innahu kana fi ahlihi masrura. Bei denen hat er sich wohlgefühlt, nur bei denen. Also diese innere Freude, die gab es für ihn nur bei seinen Leuten, die genauso waren wie er, denen es völlig egal war, ob es einen Gott gibt und wo die Reise hingeht, das hat die alles gar nicht interessiert, die wollten einfach nur ihren Spaß haben. Da hat er sich wohlgefühlt. Was umgekehrt bedeutet, wenn er mit Leuten zusammen war, der rechten Hand. Religiöse Leute, mit denen hat er das nicht ausgehalten. Der hatte keine innere Freude mehr da. Das beobachtet er manchmal auch in muslimischen Familien. Wenn das eine Familie war, die zum Beispiel lange nichts mit Religion zu tun hatte und dann gibt es einen, der schert aus. Der wird plötzlich religiös. Nicht super religiös, also er fängt an zu beten und geht in die Moschee, so die einfachsten Basics, davon rede ich mal. Und das ist dann einigen unangenehm. Die mögen das nicht. Man könnte ja sagen, was interessiert's dich? Einer geht Fußball spielen, der andere geht schwimmen und der geht halt in die Moschee und betet. Aber irgendwas ist da. Und dann kommen ganz oft von der Verwandtschaft, die nicht religiös ist, so abfällige Kommentare. Bist du jetzt Scheich geworden? Was los mit dir? Als wenn ihnen das nicht gefällt. Aber was ist das? Das ist bei einigen dieses schlechte Gewissen, was sie nicht mögen. Und das wird ihnen gerade präsentiert. Schlechtes Gewissen mag niemand, das ist kein schönes Gefühl. Und am liebsten möchte man nichts davon hören und nichts davon sehen und einfach nur sein Leben weiterleben. Und dann kommt jemand und hält einem plötzlich diese Religion und das, was eigentlich gut und richtig wäre, was er darunter versteht, das hält er einem vor Augen. Und das mag man nicht. Das möchte man da nicht hören. Wisst ihr, warum hier in der Gesellschaft so eine große Ablehnung gegenüber der Religion ist? Das hat mehrere Gründe. Aber einer davon ist, weil die Religion etwas als Sünde und falsch bezeichnet, was mir Spaß macht. Grenzen bei den schönsten Dingen. Wow, das macht so viel Spaß. Ich möchte frei sein. Und dann kommt diese blöde Religion und macht alles zunichte. Das ist einer der Gründe, warum Religion so ein schlechtes Image hat. Und deswegen mögen das einige nicht, dass wenn sie so ihr Leben leben, fernab von Religion, Allah, Koran, von allem, vom Sinn des Lebens, die mögen das dann nicht, wenn sie in Gesellschaft sind von Menschen, die das anders sehen. Das findet man häufig. Also was mich am meisten bei der QSK-Methode überrascht hat, war einfach, wie schnell man lernt. Es ist so schön strukturiert, von erster Buchstabe bis zu letzter Buchstabe. Und die Lehrer sind so nett und so vorkommend, dass die sehr, sehr zuhören, dass sie sich Zeit nehmen. Also da war ich sehr überrascht, also hat mir super gefallen. Ja. Was mich am glücklichsten gemacht hat, war, wo ich am Ende auf Arabisch lesen konnte. Ich kann mich nur erinnern, wo ich das Wort Koran auf Arabisch gelesen habe, da kamen mir wirklich fast die Tränen.